Heute sprechen wir über die Emotion der Ghaira, der Eifersucht. Eifersucht ist eine Emotion, die Allah subhanahu wa ta'ala in die Mehrheit der Menschen eingepflanzt hat. Ohne ihr wäre es sehr einfach, alle Grenzen zu überschreiten. Daher ist die Eifersucht eine Form der Beschützung seitens Männern zum Schutze ihrer Frauen, zum Schutze von Gesellschaften, zum Schutze ihrer Familien, zum Schutze ihres Glaubens. Eine Person nutzt auch Ghaira, um sich selbst vor dem Höllenfeuer zu schützen. Weil das Gegenteil einer Person, die Ghayur ist, eine Person ist, die Dayyuth ist. Also jemand, der keinerlei Eifersucht gegenüber seiner Familie besitzt. Kein Ehrgefühl, wenn er sieht, wie sie sich an Sünden beteiligen, wenn sie sich obszön und sündhaft verhalten. Der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam warnte vor jenen, die keine Eifersucht in ihren Herzen tragen, indem er sagte: Drei Menschen wird Allah subhanahu wa ta'ala am Tage der Auferstehung nicht ansehen. Eine Person, die ihren Eltern gegenüber ungehorsam ist, Haq. Frauen, die Männer imitieren. Und ein Mann, der ein Dayyuth ist. Dann erklärte er Sallallahu Alaihi Wasallam dieses Wort, indem er sagte: Es kümmert ihn nicht zu sehen, dass Sünden innerhalb seiner Familie begangen werden. Ein Dayyuth. Und Allah subhanahu wa ta'ala, unser Schöpfer, der König aller Könige, der Allmächtige, wurde uns mit den Worten beschrieben: Ya Ghar. In einem Hadith bei Imam Muslim sagte der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam: In der Tat, Allah ist eifersüchtig und der wahrhaft Gläubige ist eifersüchtig. Und die Eifersucht Allahs ist, dass der Gläubige ihm subhanahu wa ta'ala mit Sünden begegnet. Unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam wurde beschrieben als Ghayur. Er war eifersüchtig gegenüber seinen Frauen. Und die Sahaba waren eifersüchtig. Sa'ad ibn Ubadah war ein Mann, der für seine Eifersucht gegenüber seiner Frau bekannt war. Als er von dem Vers gehört hat, dass 4 Zeugen notwendig sind, bevor man seiner Frau Ehebruch vorwerfen darf, sagte er zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam: O Gesandter Allahs, willst du mir damit sagen, wenn ich einen Mann im Bett mit meiner Frau sehe, dann soll ich ihn dort belassen, bis ich 4 weitere Zeugen hole? Der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam sagte: Naam, ja. Sa'ad ibn Ubadah sagte: Kalla, niemals, bei dem, der dich mit der Wahrheit entsandte. Eher würde ich ihn mit meinem Schwert erlegen, bevor ich das tue. Der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam sagte: O Leute der Ansar, hört, was euer Anführer sagt. Dann findet der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam eine Entschuldigung für ihn. Er sagte: Er ist ein eifersüchtiger Mann und ich bin noch eifersüchtiger als Sa'ad und Allah ist noch eifersüchtiger als ich. Liebe Geschwister, auch wenn Eifersucht kein Bestandteil eurer eigenen Kultur ist, wie sie vielleicht ein Bestandteil anderer Kulturen ist, gibt es dennoch die Pflicht, dass ihr sie zu einem Teil eurer Kultur macht, selbst wenn es Mühe erfordert. Denn der Muslim liebt das, was Allah liebt und er hasst das, was Allah hasst. Selbst wenn er von einer Kultur kommt, die damit nicht in Einklang steht. Allah liebt den eifersüchtigen Mann und Allah subhanahu wa ta'ala hasst den Dayyuth, derjenige, der die Sünde in seiner eigenen Familie toleriert. Allerdings muss uns auch bewusst sein, dass die Eifersucht, die Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, nicht unbedingt die ist, die wir glauben, dass sie es ist. Eher ist sie eine Ghaira, die einen Rahmen besitzt und von der Scharia festgelegt wurde. Der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam teilte uns mit, dass es 2 Arten von Eifersucht gibt. Eine ist sehr gut und eine ist sehr schlecht. Imam al-Nasai berichtet, dass er Sallallahu Alaihi Wasallam sagte: Die Eifersucht, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, ist die, die begründet ist. Und die Eifersucht, die Allah subhanahu wa ta'ala hasst, ist die, die unbegründet ist. Wir sprechen hier also nicht vom paranoiden Mann, der glaubt, dass die ganze Welt hinter seiner Frau oder hinter seinen Töchtern her ist. Ein Mann, der die Worte seiner Frau auf die abscheulichste Art interpretiert, der sie verdächtigt und beschuldigt, obwohl sie unschuldig, rein und keusch ist. So ein Verhalten zerstört das Zusammenleben und jede Ehe. Wir sprechen über die Eifersucht gegenüber Allah und seinem Dien. Zu sehen, dass der Dien Allahs über Bord geworfen wird, ohne auch nur ein Gefühl von Ablehnung und Ehrgefühl zu verspüren. Das ist die Eifersucht, die Allah von uns verlangt. Jedes Herz, das frei von dieser Eifersucht ist ein Herz, das von Krankheit befallen wurde. Möge er subhanahu wa ta'ala unsere Herzen heilen.